So, weiter geht's. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. So. Na gut, das hätte ich vielleicht an die letzte Säule noch mit dranhängen. Letzte Säule, letzte Folge. Der hier oben? Nee, da muss er unten liegen. Ja, liegt doch hier, oder? So, damit die Dorfbewohner wissen, dass sie auch wieder. Magie, ein Ort der Macht. Ja, aber den haben wir schon. Ja, ich arbeite jetzt alles ab hier. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ich muss es zerstören. Zack, 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 zack. Jawohl.
Abgehakt. Also wir kommen erstaunlich gut voran. Machen wir das, das und dann gehen wir hier zu Wesemir. Also die zwei Fragezeichen noch und dann geht's zu Wesemir. Und vorher noch mal kurz beim Schmied vorbei wegen Reparaturen und dann gucken wir mal. Oh nein. So, dann dahin. Wölfe. Ja, die sind echt. Also, die sind echt zu nerven hier, also. Also Wölfe sind echt schrecklich hier. Aber es geht langsam voran. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. So, haben wir. Okay, haben wir auch. Dann würde ich vorschlagen, mal immer 1, 2, 3, 4, 5. Also Orte der Macht. Ja, also das ist, wie ihr seht, ihr kriegt jedes Mal einen Fertigkeitspunkt. Das ist gar nicht mal so schlecht, gerade am Anfang. Jetzt könnte ich nämlich das ganz einfach machen. Ja, gehen wir hier rein und gucken wir meine kaputten Schwerter an. Beispiel, hier haben wir Langschwert. Plus 5 werte das auf. Stahlwaffe. Oder wir haben auch unser Handwerk. Dann müsste ich nur noch mal kurz durchgucken. Was haben wir denn schon alles hier an Zeugs? Die Kriegerjacke. Ach, das ist unsere Kriegerlederjacke. Könnte man sogar herstellen. Leichte Rüstung, Gallagher, haben wir aber leider nicht. Fehlt noch einmal Zwirn, würde fehlen. Aber ist nicht weiter schlimm. Was haben wir denn hier?
Silberschwert. Aber hier einmal das. Plus 35 Schaden. Silberbarren. Auf jeden Fall Silbererz. Silberbarren. Mal auch herstellen. Also das wird auf jeden Fall funktionieren. Also das Silberschwert könnte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das ist halt gar nicht mal so schlecht. Waffe haben wir ja auch. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man auch herstellen. Also das, ja, ich meine, die Wiebernstallschwerter, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Muss ja jetzt keine Wiebern-Ausrüstung sein, aber das und das, so 31 plus Schaden, 35 plus Schaden, kann man ruhig mitnehmen. Denke ich auch. Also auf zum Schmied. Wer hier ist. Und hier mir komischerweise nicht angezeigt wird. Warum? Hier ist ein Waffenschmied. Immer noch dahin. Weil da kann ich mich gleich wieder auffüllen. Ja, der wird mir ja die Schwerter, denke ich mal, so einigermaßen günstig machen. Das sind ja jetzt keine Schwerter, die ultimativ Geld kosten. Losung? Keine Ahnung. Ja. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das schafft. Ja, du kriegst gleich mein. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Zeig mir deine Waffen. Ja, ich sag mal so, also wir haben auf jeden Fall etwas da, was wir verkaufen können. Wo man auch mal ein paar Münzen bekommt. Ja, wenn man sieht, 18% kriege ich bei denen. 17%. Wahnsinn. Aber er hat auf jeden Fall Zwon da. Aber ich gehe erstmal kurz ins Handwerk. So, was war's? Ein... Silberbahn. Da wird er 17 dafür haben. 17, das müsst ihr mal euch überlegen, gell? Was würden dafür die Schwerter haben? 104? Ja, komm, ey. So, aber das holen wir uns erstmal wieder. Nee. Okay. Was kriegst du auch noch? Prima. Kannst du auch noch beide Sattel haben? Was irgendwas für dich hier? Oh, komm her, kannst auch haben. Aber. Das wiegt ja nichts, weil ja. Aber.
Warte mal. Bis dann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir das noch. Dann gehen wir hier hin zum Schleifstein. Machen wir das noch. Ja gut, ich wende auch das Auto loot, weil ich nämlich immer so ein Potenzial dazu habe. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da ein Potenzial dazu. Wie jetzt zum Beispiel hier das Schleifstein und dahinter steht eine Kiste. Und du machst den Schleifstein aus Versehen oder springst da drüber von Blick her, ja, weil das halt nicht so ganz genau ist. Und visierst auf einmal die Kiste an, drückst auf einmal EE und bumm, hast du was geklaut und dann kriegst du erstmal von den ganzen Typen hier eine kostenfreie Massage. Muss nicht unbedingt sein. Also von daher machen wir die drei Fragezeichen. Dann sind wir soweit durch hier, oder? Irgendwas. Flieder und Stachelbeere. Nebenquest. Sammle sie alle. Nö. Das sieht recht gut aus. Drei Fragezeichen noch und dann. War eigentlich so gut wie durch hier. Muss sagen, ist gar nicht mehr so schlecht. Also. Dann gehen wir dahin. Beweg dich! Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Bist du hässlich. Warum ich das jetzt mit dem Schwert gemacht habe? Weil es einfach schneller geht. Ja, also wenn man mit einem Schwert reitet, nur 6 Zeichen, ne, 5. Also wenn man jetzt so mit einem Schwert reitet, verteilt mehr Schaden. Man muss natürlich auch treffen. Wenn das hat mich durchdreht, so wie jetzt. Ist natürlich. Okay. Oh, wo, wo. Aber mit den Schwertern geht das echt recht gut.
Ja. Sieht auf jeden Fall richtig super aus. Ne? Ich meine, ich bin jetzt in dieser Aufnahmesession. Na, ich muss zwar morgen wieder arbeiten. Aber ich bin ja in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall gut vorangekommen. Müsste jetzt, glaube ich, schon die Folge für Sonntag schon mit haben. Ach, ich weiß es. Jedenfalls erscheint ja einer, aber... Mach langsam. Das ist die richtige Richtung? Nee. Ja, normalerweise ist da noch einer. Also einer fehlt mir da noch. Ja, die Pflanzen kommen immer wieder. Ja. Ja, aber wenn ich jetzt das mache, gehen mir die ganzen Buffs verloren. Ah, genau. Da ist er. Aber wir haben das abgeschlossen. Die Menschen können wieder beten. So, dann wollen wir noch mal kurz hier hoch, um uns die Buffs wieder ab. Wie spät haben wir es? 9.57 Uhr im Game. In-game, ja. Steht oben. Ja, also wir haben Sonnenaufgang. Ja, sind nur alle Pflanzen da. So, wunderbar. Und wunderbar. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Auf jeden Fall richtig gut. Sicherlich giftig. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Lassen wir lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nie im Leben. Also. Da kommen wir da an Wesemir vorbei. Werden wir mal kurz eine Safe Game machen. So war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Ja, der Hexer hatte damit nichts zu tun. Der Hexer ist lieb. Taucht auf wie eine Furzblase im Werde ich nachher mal hergehen und ein bisschen farmen. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-N. Weil das Schweinefleisch gar nicht mal so schlecht ist. Es macht nämlich auch 80. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja.
Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort.